Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Und ich sehe, hier ist schon wieder keiner. Spreche. Scheiße. Muss ich dir noch bezahlen? Aber nicht viel. Gut. Spreche. Aufgabenliste. Bedienekasse. So. Ich gehe mal eben Kraftstoff. Noch mal den Rüssel rein bei die Officer. Ja, so, dann haben wir noch Werkstatt. Ich muss noch mal einmal kurz zu den Dekorationen, weil ich war ja fertig. Ach, ich kann wieder Autos klauen. Ach, das. So, das waren alle. Jetzt müssen wir noch mal gucken, gibt es natürlich noch vorne weiterhin. Nochmal eine Bank, natürlich. Warum gebe ich eigentlich gerade mein Geld so für den Mist aus? Ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich es jetzt auch erstmal. So, was kann ich tun? Natürlich. Reifen. Wer hätte das gedacht? Ich muss eigentlich nochmal gucken, ob ich Reifen nochmal nachkaufen kann, ne? So günstig. Battery. Und raus damit. Gut. Oh, Kraftstoff. Super. I was worried I'd go over budget. Wo ist das Loch? That'll do. That'll do. 10 Autos. Jetzt ist halt die Frage, ist das machbar? Meister, ja, Meister würde ich jetzt ungern machen. Was ist denn da jetzt rausgegangen? So, gucken wir, was wir bei den Bullen noch so finden. Mhm. Meister nicht, will nicht, Meister echt nicht.
vielleicht, wenn wir das schaffen, vielleicht kriegen wir ja was Geiles. Have a nice day. Jo. Job. Ah, Müll, es ist schon wieder keiner am Saubermachen, ey. Das ist so. Ah. Ach ja, da komme ich fette Sau ja nicht durch. Da ist doch jemand Neues gekommen. Ein UFO. Das ist immer noch der Meister. Kann nicht. Meister. Meister, das war ein bisschen schwer, aber wir probieren es nochmal. War gar nicht so meisterhaft, ne? So. Habe ich noch, ne? Wie viel habe ich noch vor mir? Zwei. Ja, cool, wenn es noch mal ein paar einfache wären. Ah, alles Meister hier. Meister, Meister, Meister. Durchschnittlich. Den machen wir noch mal eben. Ereignis abgeschlossen, Belohnung 10, 100 Dollar. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo. Ha, so, wir haben Kasse, wir haben Reinigen. Das läuft auch noch, wunderbar. Natürlich möchte der einen Reifen haben. Spiegel. Öl, unser letztes. You're amazing. Oh. Okay. Ja, ich hab dir zwar kein Öl, ist doch egal. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Kraftstoff. That'll do. That'll do. Du bist doch mein Lieferant, ne? Have a nice day. Off the line job there. So. Ja, nö. Ich würde gerne mal gucken, die Angestellte nochmal. Wohnwagen. 500 Flocken der nächste. Ist halt die Frage, lohnt sich das?
Warum nicht, ne? So, einstellen. 4-3-4-3-3-3-3-3-4. Matthew. Matthew sieht so ein bisschen aus wie Gollum. Und allein schon deswegen würde ich ihn gern einstellen. Jetzt ist immer die Frage, wo hocken die immer rum hier, ne? Bin gleich da. Ich muss mir mal meinen neuen... Ich muss mir mal eben Gollum angucken. Rauchst ganz schön viel, oder? Gollum? Na gut. Hab es rausgefallen oder was? Aber aufpassen nicht, dass du den Meniskus kaputt machst. That'll do. Aber ist doch geil, ne? Du stellst hier einen Wohnwagen hin und die kommen hier zum Arbeiten. Die haben nichts anderes. Die haben wirklich nur ihre Arbeit. Ich bin ihr einzigster Freund und zusätzlich noch Chef. Schwierig. Der reinigt noch. Okay, gut. Der kam mir eben entgegen, als wenn er nach Hause will. Super. Ew, zieh ab. Scheiß Bulle, ich will dich hier nicht auf dem Grundstück. Cool. Aber wir haben auch 94% sind wir schon, wenn es darum geht, bald aufzusteigen. Und dann verdienen wir ja auch wieder mehr Geld, weil wieder mehr Leute kommen. Dennis was hier. Ja, ist aber schon länger her. Ich war einfach nur faul. Namin Dan? Wollte ich wieder schnell zum Sport, ne? Und schön mit Instagram und so. Und dann hast du wieder nicht drauf geachtet. Karre kaputt. Zwei Spiegel. Ich fasse es nicht. Ah. Immer diese Influencer-Girls. Naja, Handy wird nicht während der Autofahrt und so bedient. Ja, ich bin amazing. Du nicht. Zieh ab. Angestellte, Angestellte. Matthew ist noch am Ausruhen. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen... Den müssen wir jetzt mal hier. Aufgabenliste. Du darfst gerne mal die Kasse machen. Er macht Reinigen, er ruht sich auch aus. Sie ist auch ausgeruht. Ist halt die Frage. Eigentlich brauche ich sie gleich, ne? Es kommt gleich jemand. Ganz entspannt. Na, Nidern, soll ich dir mal einen Rüssel reinhalten? Ja, na, nur Geld. Du schuldest mir nur Geld.
Awesome. Awesome. Gab's hier auch ein Groß? Oder liegt das einfach, weil die hier erhöht stehen? Mäuschen. Ich die Karre vor dir. Vielleicht schaffen wir das jetzt ja fertig. Vielleicht schaffen wir das jetzt fertig. Kann man das so? Das klingt irgendwie so falsch. Ist jemand in der Werkstatt? Dann gehen wir da jetzt mal hin. Mit unserer giftgrünen Tankstelle. Ein Reifen. Alter. Was stimmt denn mit dir nicht? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Digga, wer war dein Friseur, ey? Hm? Was ist los? Hier, Reifen? Ja? Hier. Hm. Was noch? Ach, eine Batterie. Hat die wieder einen weggekriegt im Winter oder was? Kommst wohl nicht von hier. You're a lifesaver. Ja, ich weiß. So. Angestellte. Ja. Spreche. Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. Kraftstoff. Pretty much what I asked for. Ja, schönen Tag noch. Oder schöne Nacht. Schöne Nacht. How much do I owe you? Ah, genau das, was ich getankt habe. So, jetzt fahr deine Clownskiste vom Hof. Aber wisst ihr, was ich noch gar nicht gemacht habe? Nachdem wir jetzt hier nochmal ausgebaut haben, geguckt, ob das größer geworden ist. Aber ich glaube nicht, ne? Hat sich nichts verändert. Ist das größer geworden? Kann das sein? Oder das Dach kam dazu? Ich weiß es nicht. Sagen? Einrichtung. Ich würde sagen, den kaufen wir jetzt einmal. Dann können mehr Kunden kommen. Und dann gucken wir noch mal, was die Kunden noch mal so brauchen. Getränke zum Beispiel. Ich habe keine Produkte mehr. Zigaretten. Alkohol. Chips, brauche ich mehr. Eis. Hier habe ich noch. Eieiei. Geld habe ich gar nicht. Womit fangen wir an? Getränke, ne? Einfach mal nur komplett Getränke. So, mal Lieferung. Produkte.
Getränke. Da zähle ich jetzt mal Alkohol zu. Gut. Und Eis. Das kommt schon mal. Mann, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Hey! Habt ihr noch gezogen, oder nicht? Have a nice day. Jo. You're amazing. Ah, ich gebe mir Mühe. Wir geben uns Mühe, ich und mein Team. Na? Bei 86? Waren wir nicht schon mal bei 94? Das war bestimmt, weil hier so viel Müll war, ne? Kraftstoff ist niedrig, natürlich. Und ich habe keine Kohle. Stellen wir erstmal 100 Liter. Und danach nochmal was nach. Ich fass es nicht. Ohne Scheiß. Wie macht man das? Der Spiegel, der ist auch kaputt hier. Zack. Und da noch ein Kratzer. Das glaube ich auch. So, Kraftstoff mal 2. Ja, geht doch gleich los. Ich will ganz kurz mal wenigstens ein bisschen. Der soll mir mal was reinspritzen in meinen Kanister hier. Mein Kanister vor allen Dingen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was im Lager für die Regale, obwohl es ist ja gleich wieder leer. So, was kostet denn der letzte Wohnwagen? Auch 500. So, einstellen. Wen haben wir da? Samuel und wir haben Jan. Nö, da warte ich noch mal einen Tag.
Bierbulle. Hast du Stoff? Jo, wunderbar. In diesem Sinne, ich würde mir gerne mal meine Tankstelle hier so angucken. Das sieht doch irgendwie alles nice aus, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Schreibt was in die Kommentare. Empfehlt mich weiter. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis denne.